Moin, seid ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch dabei und machen diese Mission für den Scharlatan. Es ist sehr viel zu tun. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, was der... Hoppala. Was der, Fleischer so alles im Angebot hat. Ich sehe hier Hasenfleisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Hasenfleisch. Hallo? Ich kann mit dir aber nicht darüber reden. Möge Gott mit dir sein. Möge Gott auch mit dir sein. Da ist noch mehr Hasenfleisch. Da ist die Ladenwache. Ich guck mich mal einfach ein bisschen um, ne? Was hast du denn hier so? Ah, guck mal hier. Hühner. Sollte kein Problem sein. Vier Hühner? Was? Oh, guck mal, ist hier fleißig am Arbeiten. Zum machst du gerade Hackfleisch oder was? Ein paar Frikadellen? Der ist am Frikadellen am Machen. Also vier Hühner. Kann ich das nicht untersuchen hier? Nee. Das glänzt wunderbar in der Sonne. Okay, vier Hühner. Hier noch irgendwas drin, was man untersuchen kann? Nö. Muss ja irgendwie noch mehr Fleisch haben. Oh. Das kann ich nicht untersuchen. Da steht nur stehlen. Ist nichts mit untersuchen. Gucken wir mal, was da noch hat, der Schlachter. Hier noch irgendwas? Nee. Das zählt nicht mehr zum Schlachtershaus. Das hier ist auch nur Garten. Nee. Muss sich alles irgendwo hier abspielen. Ich finde hier nur Hühner. Untersuchen. Das waren sicher Hühner. Das sind die Hühner, ja. Was hat er denn noch? Pass doch auf. Du, ich guck mich hier nur um. Ich untersuche, was du an Fleisch hast, weißt du? Also nur, weil ich habe Interesse. Vielleicht müssen wir ins Haus reingehen. Gucken wir mal im Haus. Ja, guck mal. Kann man da rein? Untersuchen. Ich brauche viel Hammelfleisch, um alles zu vertauschen. Oh Gott, 35 Hammel? Nur Hammelfleisch. Ich muss das Hammelfleisch vertauschen. Hammel, und was haben wir hier noch? Moment, das ist Wildbret. Und zwar vom Reh. Natürlich hinter Schloss und Riegel. Okay. Oh. Du, ich guck mich nur um. Hab ich noch was vergessen? Habt ihr noch mehr? Mal sehen, was haben wir denn jetzt? Das Böse schläft nie. Brau den Trank, die Rosenkränze, vertausche die Hühner und zwar vier an der Zahl. Vertausche das Lammfleisch, 25 Stück. Rehfleisch 50, das wird nicht billig. Das wird nicht billig. Das kann man natürlich irgendwie sich im Wald ermopsen. Ich werde das einfach kaufen. Das ist der Plan. Aber es scheint noch was zu geben, was fehlt. Hundmann, ich kann so nicht arbeiten, wenn du im Weg stehst. Oh. Huni, geh mal weg. Was hat er denn noch? Ich muss das Hammelfleisch vertauschen. Das weiß ich. Stehlen. Schlafen. Aus dem Topf essen. Ja, komm, Rinder. Was hat er denn noch? Ich sehe nur Fleisch. Scheint ja noch irgendwas zu geben. Ich muss das Hammelfleisch vertauschen. Erstmal die Tür schließen. Und das sehr schwere Schloss knacken. Okay, vielleicht doch nicht. Ich habe Angst.
fehlt denn noch? Das ist ganz sicher Wildbret vom Reh. Jemand hat gewildert. Oh. Hund, Alter, du bist am Nerven. Geh doch mal weg. Wieso kann ich nicht mehr reden? Musst du kacken? Wieso renne ich nicht mehr? Ah, jetzt renne ich wieder. Also es fehlt noch irgendwas und ich habe keinen Plan, was es ist. Was hat er denn noch? Also wir haben noch nicht alles entdeckt offensichtlich. Ah. Vertausche die frischen Waren des Fleischers mit verdorbenem Fleisch. Aber doch, wir haben alles gefunden. Wir haben alles gesucht. Alles gesucht, alles gefunden. Ja gut, dann mal los. Wir müssen das Fleisch organisieren. Ich versuche das einfach mal zu kaufen. Vielleicht hat sie das ja. Hallo? Lass uns mal handeln. So, wir brauchen... Was brauchen wir denn jetzt? Hühnerfleisch. Hammelfleisch, Hühnchen. 4 Stück an der Zahl. Sie hat natürlich genau 4. In den Warenkorb. 4 Stück. So, Hammelfleisch. Wie viel Hammelfleisch war es? Ich habe es vergessen. Sie hat 37. Ich will jetzt nicht zu viel kaufen. Machen wir 30 draus. 30 wird schon passen. Und dann irgendwie Rehbret oder sowas. Pferdefleisch hat sie natürlich jetzt hier nicht im Angebot. Wo kriege ich denn Reh her? Oh nein, ich will jetzt kein Reh erjagen. Das wird ein Problem. Ja, lassen wir erstmal so. Warte, zurück. Warenkorb prüfen. Haben wir Fleisch, Hühnchen. Handel abschließen. Wunderbar. Wo kriegen wir das denn her? Vertausche die Hühner? Okay, warte mal. Ich habe eine Idee. Aufsitzen. Wir gehen mal... Wir müssen jetzt ja Zeit rumbringen. Wir müssen Reh organisieren. Wir können es selber erjagen, klar. Können wir versuchen. Wird, glaube ich, aber ein bisschen schwierig. Deswegen lasst uns mal nach Ratai gehen. Und zwar hierhin. Schnell reisen. Da ist ja einer, der offizielle Königsjäger. Der wird doch bestimmt ein bisschen Rehfleisch haben. Oh, es wird Nacht. Das ist doof. Da müssen wir gleich ein bisschen pennen. Na, vielleicht hat er noch auf, aber 21 Uhr ist schon ein bisschen spät. Da würde ich jetzt kein Reh mehr verkaufen. Aber wir werden sehen. Moin. Au! Au! Er muss sich echt mal entspannen, der Junge. So. Hier ist ja auch ein Fleischer. Vielleicht hat der Reh. Wenn er noch auf hat. Ja. Aber sieht schon spät aus. Nee, das sieht doch schon geschlossen aus. Ich glaube, wir müssen erst pennen. Ja. Hier ist zu Ende. Wir müssen kurz schlafen gehen, sonst wird das nichts. Dann machen wir das kurz. Wir haben ja unser Zuhause hier. Pennen wir bis morgens um 8. Irgendwas ist vorgefallen. Und dann gucken wir, dass wir noch ein bisschen... Ansonsten, wenn wir kein Reh zu kaufen finden, gehen wir halt in den Wald und versuchen, eins zu erjagen. Das ist mir schon ein paar Mal geglückt. Also einmal, glaube ich. Aber ich würde doch gerne den einfacheren Weg gehen, tatsächlich. Und es einfach erwerben. Wie ich gerade eben vergessen habe, zu feilschen, fällt mir gerade ein. Voll doof. Schlafen bitte. Wer hätte gedacht, dass die Quest so aufwendig wird? Mal so viel Dödelkram, den man machen muss, ne? So, schlafen... Du hättest ruhig die Tür zumachen können. Es muss ja nicht jeder reingucken hier, ne? Mach mal bis 8, dann sind hier auch alle wieder wach. Sattheit 79, das geht wohl. Da kann man noch mit arbeiten. Du.
So. Aufstehen. Guckt euch diese Bodentextur an. Wunderschön. Es kommt bei diesem Boden so ein bisschen Kurines-Feelings auf. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein wenig. Wenig Kurines-Feeling kommt. So, nun aber. Ich gehe da nochmal zum Fleischer. Hallo. Ich habe inzwischen übrigens nochmal gegoogelt, was ein Rosenkranz ist. Honkmäßig, wie ich drauf bin. Ich bin nicht so gläubig, deswegen... Man kennt den Begriff, man weiß auch, was es ist. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesehen. Das ist diese Perlenkette mit dem Kreuzchen dran, was sie beim Beten immer so durch die Gegend drehen. Weißt du, wo die immer dran rumspielen. Und das haben die Leute natürlich in ihren Taschen. Das heißt, wir müssen Taschendiebstahl machen. Oder wir warten bis nachts, das klauen sie nachts ein. Hallo! Guten Morgen. Guten Morgen. Lass uns handeln. Mach's gut. Hast du vielleicht ein bisschen Reh für mich? Scheiße. Pferd haben die, weißt du? Pferd ist kein Ding, aber Reh... Reh ist nicht. Scheiße. Kann man irgendwo Reh kaufen? Das muss doch gehen. Nee, danke, ich brauche Reh. Ich weiß, es ist verboten, per Dekret oder so, das zu erjagen, aber wir brauchen das jetzt. Irgendwo muss ich doch Reh herkriegen. Vielleicht kriegen wir es in einer Kneipe. Da kann ich ja auch Essen kaufen. Ja, mal gucken. Vielleicht haben die Reh. Hallo? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich brauche Reh. Gespräch beenden. Geil, das ist ja nicht so viel. Wo ist der Wirt? Hallo, Wirt? Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ich bin vielleicht ein bisschen schmutzig. Lass uns handeln. Gebratene Ente, gekocht. Retterschnaps, Räucherwurst, ist nichts mit Reh. Nee, auch der nicht. Scheiße. Ja, dann bleibt jetzt noch der Jäger. Vielleicht können wir bei dem ein bisschen was kaufen. Moin. Der war hier oben, wenn ich mich recht entsinne. Ja, da ist er doch. Hallo. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Lass uns handeln. Die Kunst des Aufbrechens. Geweih. Eine Karte. Wolfszahn. Oh, das gibt's doch nicht. Hast du... Nee, ich krieg auch kein Reh. Jetzt muss ich echt in den Wald gehen und so ein Vieh erjagen. Das kriegen wir ja niemals hin. Nö. Gucken wir mal auf die Map. Wo waren denn welche? Jetzt müssen wir mal ein bisschen in den Wald gucken. Jagdgebiet Wildschwein. Tja, ja, das wird jetzt eklig. Da. Jagdgebiet Rehe. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hier hin, versuchen das da nochmal zu kriegen. Wenn wir da Coins kriegen, dann gehen wir hier hin und versuchen, ein Reh zu erlegen. Oh Gottes Willen. Oh ja. Ich habe da noch Hoffnung. Wie sage ich das? Die Mönche haben das doch bestimmt im Kloster. Die lassen sich das doch immer gut gehen. Die haben doch bestimmt irgendwo Reh rumliegen. Nix, Pilger. Keine Zeit. Ich muss ein Reh fangen. Das wird unangenehm. Ich glaube, es ist uns bis jetzt auch erst nur einmal geglückt. Die schnuppern einen ja dann so gut und dann sind die weg. So, die will ich kein Reh erlegen. Die dreckige Arbeit soll jemand anderes gemacht haben. Kann auch kein armes Reh umbringen. Zwölf Uhr mittags, perfekte Zeit. Da ist auch gleich der Fleischer, vielleicht hat der Reh. Hier ist nämlich auch einer. Ich kenne schon auswendig, wo die Fleischer sind, weißt du? Weißt du echt Bescheid, ne? Wenn es so weit ist, hast du ein Spiel echt verinnerlicht. Wir haben hier so viel Zeit verbracht in dem guten mittelalterlichen Böhmen. Man kennt sich halt aus inzwischen, ne? Der ist hier irgendwo neben dem Kloster. Wo geht's denn hier rein? Sagt er und weiß nicht, wo es reingeht, weißt du? Hier ist irgendwo, hier ist der Fleischer. Sich waschen. Das schadet ja nicht. Hier wird Ton gebrannt. Wo war er denn? Der ist hier irgendwo. Ich weiß das noch. Wir hatten mal ein bisschen Stress mit ihm. Hier, glaube ich.
Der Metzger, nicht stehlen. Ich wollte bei dir was kaufen. Moin. Was hast du denn deinen Laden? Lässt du das jetzt hier einfach rumliegen oder was? Ich glaube, bei ihm können wir nichts kaufen. Ne, nur stehlen. Na gut. Aber die haben noch einen anderen Metzger. Räumen wir da mal hin. Der am Marktplatz. Vielleicht hat der Reh, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Reh verboten ist. Und deswegen unter Verschluss nur verkauft wird. Also müssen wir uns selbst eins erjagen. Los, rüber da über den Wagen. Ach komm. Läuft. War nicht ganz so geschmeidig, aber es ging. So, einmal lang, hier einmal rum. Rauf auf den Marktplatz. Oh, Wache! Na gut, bis der umgefallen ist, sind wir schon weg. Weißt du, gar kein Problem. Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Gurken! Du, ich will keine Gurken, ich brauch Fleisch. Fleisch. Knoblauch, Karotten, rote Beete, Zwiebeln. Alles Schalt. Frisch vom Feld. Kommt nur her. Wenn euch die brennt, schmecken meine Würste immer noch gut. Und wenn euren Gatten der Teufel holt, sind sie immer noch da. Ja, das freut mich doch. So. Wo ist denn hier der Fleischer? Irre ich mich oder gibt es hier wirklich keinen Fleischer? Hier gibt es nur Kramer. Da ist er. Da ist der Fleischer. Da müssen wir hin. Okay, bin zu weit geritten. Fleischer ist irgendwo da hinten. Karotten und Äpfel. Ein wahrer Hochgenuss. So frisch sind sie. So frisch sind sie. So, mal sehen. Beim Krämer vorbei. Hier rum, da ist der Fleischer. Der darf bestimmt Reh verkaufen. Der ist offizieller lizenzierter Fleischer. Der hat auch Reh für mich. Hallo. Guck mal, das sieht doch schon so aus, als würden die Reh verkaufen. Was haben wir denn hier? Rindfleisch. Pferdefleisch. Hallo. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte Rind. Lebe wohl. Reh. Scheiße. Och Mann. Tatsächlich nichts. Wir müssen wirklich das erlegen. Das kann ja auch nicht angehen. Ja gut, Leute. Dann hilft das nichts, ne? Okay. Na dann mal los. Wir müssen jetzt... Wo war das? Da war das Jagdgebiet. Interessanter Ort. Wir müssen jetzt hier hin. Oh Gott. Dann, los, ne? Kantake, komm mal ran. Sehr gut. Hast du Lust, mit mir einen Reh zu erjagen? Ich hoffe, eins reicht. Ja, dann mal auf in den Wald oder was, ne? Ja. Das hilft jetzt nichts, Leute. Vielleicht kann man das auch irgendwo klauen. Könnte sein. Wir versuchen es jetzt erstmal auf die natürliche Art und Weise, indem wir einfach eins selbst erjagen. Los geht's. Hoffentlich sind da keine Kumanen. Ich möchte wirklich nur ganz entspannt ein Reh erlegen. Die ganze Kumanenkiste müsste sich eigentlich eh erledigt haben. Hauptsache ist er durch. Johann ist gut. Ja, wie hör ich doch. Bleib mal entspannt und geschmeidig. Meine Lieben, ihr hört den Hahn krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst einfach den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer, gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder, werden unseren Ritt hier fortsetzen und dann hoffentlich gleich ein paar leckere Rehe finden. Bis dahin euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.